sehen. Ihr ist euch aufgefallen, ist, hinter uns ist noch leer. Wir haben die Corona-Vorschriften, wenn wir das Programm müssen staffeln. Wir würden jetzt die drei singen, dann gingen wir raus, dann kommt die Musik rein, dann würden ihr den ganzen Block durchspielen und dann zuletzt gehen wir dann nochmal fertig machen. Ich glaube, die Jacke hat ihr alle dabei. Sie tut dann ein bisschen im Bett und dazwischen ein bisschen lüften. Sie haben auch Vorschriften, die sie muss einhalten muss. Und dazwischen ein bisschen Ziegenhutti. Mehr kann ich nicht sagen. Jetzt wünsche ich viel Vergnügen. Schön seid ihr gekommen. Und ja. Ich kann mich diesen Worten anschliessen. Schön, seid ihr alle da. Kleine Lichtli. Ein lieber Blick. Ein gütiges Wort. Ein Hang, der Mut möchte schenken. All das können kleine Lichtli sein, die dir durch das Leben lenken. In Zeiten, wo man Sorgen hat, ihm Angst und Hunger plagen, hat der den grössten Stellenwert, der dir die Tür hilft tragen. Darum wünsche ich dir auch so einen Mensch, ein Fächer Sonnenstrahlen, ein Licht, das aus dem Himmel kommt, und Licht ins Herz tut malen. So kleine Lichtli, wie sie der Signalpfarrer Stefan Haldimann in diesem Liedtext beschreibt, können wir in dieser doch äußerst schwierigen und unsicheren Zeit bestens brauchen. In dieser Zeit, wo unser Zusammenleben manchmal etwas schwierig ist, wo die Pandemie in vielen Familien, Vereinen, Freunden, so Bekanntenkreisen, Risse verursacht hat. Bei uns Flügelblümler sind zwar auch nicht alle gleicher Meinung und gibt es verschiedene Ansichten, aber die Kameradschaft ist intakt geblieben. Darum freut es mich, als erstes das Lied Kameraden von Matthias Zock dürfen anzusagen. Das passt doch gerade gut. Kameraden, wenn wir sind, immer zusammen.
wirklich gut. Nach 22 Monaten, also fast 2 Jahren, um einmal vor Publikum aufzutreten und probieren, Freude zu machen mit unseren Liedern. Wir hoffen fest, dass wir mit unseren Darbietungen viel kleine Lichtli und warme Sonnenstrahlen in die Herzen malen können. Der Emil Wallimann hat ein Lied über das Frühblümli komponiert. Das Blümli, das etwa Alpen oder Felsenprimeli bekannt ist unter dem Namen, wo gern felsigen, kalkigen Boden hat, wächst eben in den Bergen, in den Alpen. Und Wallimass, die Alpen, die Alpen, oder gehen wahrscheinlich gerne noch auf Kretzenalp, das ist oberhalb Alpnach, auf etwa 1400 Meter. Dort hat es einen Aussichtspunkt, der Kretzendossen heisst. Und ich erwähne das, weil in der zweiten Strophe das eben der heisst, beim Hinterkretzendossen. Sieht man eben in einem schmalen Felsenband die Frühblümli. Und dort ist dann der Emil Wallimann eben da manchmal ein Sträusli gereichen und hat es eine Mütti geschenkt. The
Marco Hummel. Im fröhlichen, lüpfigen Tätetil dürft ihr mich alben, wie gespürt, förmlich der Erleichterung, dass das dürre Heuli im Stadion oder auf der Bühne ist, dass alles gut gegangen ist, kein Unfall passiert und dass das ein bisschen darf gefeiert werden. Oh.
ist auf Englisch. Und übersetzt ist das Lied: Schmückt den Saal mit Stechpalmzweigen, schließt den Bund mit Frohnreigen. Zeit zum Feiern ist es wieder, singt die alten Weihnachtslieder. Seht, das Rote scheint im Feuer, Weihnacht war es endlich heuer. Dreht und schwinget euch im Tanze, in den hellen Lichterglanze. Das war das traditionelle Weihnachtslied, Deck the Halls. Wir haben ein fertiges Arrangement, ihr werdet es merken, von Frank Fernandes. Thank you.
Unterrichtstätigkeiten verschiedene Instrumental- und Gesangsgruppen geleitet. Zudem hat er lange die Anfängerausbildung bei der Brassband Musikrose in Oberburg über viele Jahre geleitet. Nebenberuflich hat er Musik komponiert und arrangiert für Brassband, Harmonies, Brassquartett und andere verschiedene Besetzungen. Leider ist eben der Fritz Rickli dieses Jahr nach einer kurzen Krankheit im November gestorben. Zu Ehren Ricklis möchten wir noch einen Marsch spielen von ihm. Er hat 2012 komponiert mit dem Titel Sound of Luzern. Thank you.
Air Force One von 1997. Das Flugzeug vom US-Präsidenten James Marshall wird von einer Gruppe Terroristen unter der Führung von skrupulosen Ivan, muss ich so sagen, entführt. Doch der Chef persönlich zeigt es eben diesen abtrünnigen Sowjets. Zunächst haben die aber gemeint, der Präsident sei schon mit einer Rettungskapsel aus dem Flugzeug entflohen. Aber die Bösewicht hat nicht mit dem gerechnet, dass sich der Präsident dann eben weigert und sich entgegenstellt. Und haben nicht damit gerechnet, dass er eben früher auch ein Vietnamkämpfer war und sich denen das Leben jetzt schwer gemacht, das Flugzeug so richtig zu führen. Wir haben die Melodie, wir haben ein Arrangement für die Melodie von Darrell Barry. Melodie einfach vom Air Force One gefilmt. Thank you.
er zusammen mit seiner Frau von Holland aus zuerst über Biscaya südwärts bis zu den Kanarischen Inseln und anschließend über Atlantik in die Karibik gereist. Lieder sind während der Reise entstanden und viele berichten bildhaft über die Erlebnisse und Erfahrungen, die er unterwegs gesammelt hat. Der Eber hat sogar extra für sein Schiff ein Klavier anfertigen und das dort einbauen. 1985 ist dann sein Album mit dem Titel «Grüne Banane» erschienen, wo der Titel «Ein Vogel ohne Flügel» drin war. Es ist ein Hommage an seine Frau Lilian. Ohne dich wäre ich ein Vogel ohne Flügel. Thank you.
Thank you.
Erzauer, Pascal Steiner und Martin Neuhaus, die bekannte Band von dem Boxer. Die aber bis auf heute nur mit dem Bühne Huber noch spielt, alle anderen sind ausgewechselt worden. Vor 2 Jahren, also 2019, hat er einen bekannten Ohrwurm rausgebracht, für immer auf dich. Letztes Jahr, während dem Lockdown, ist es vom Dirigent von der Brassband Berner Oberland arrangiert worden, das Stück, und gleichzeitig in einer Corona-konformen Art präsentiert worden. Sie müssen sich das so vorstellen, jeder Musiker hat daheim sich selber müssen aufnehmen. Die Aufnahmen sind zusammengesammelt worden und daraus ist dann ein Video entstanden und so ist das Stück dann präsentiert worden. Und heute wollen wir wieder spielen für euch, für immer auf dich, mit dem Wundertitel «Ein Glas auf die Liebe» und «Eins auf die Wolle». Thank you.
zwar Stars and Stripes Forever, amerikanischer Militärmarsch. Der ist 1896 von John Philip Sousa komponiert worden. Und sogar näher später, also 1987, vom damaligen Präsidenten Ronald Reagan auf Beschluss vom Kongress zum amerikanischen Nationalmarsch erklärt worden. Ich, wie auch die Musikgesellschaft Wageningen, danke euch ganz herzlich. Es geht aber dann noch weiter. Ja, wir kommen noch an. Thank you.
von Franz Stadumann. Wenn dann der Herbst da ist, geht Alpen und Taubzeit zu Ende. Bilder davon zeichnet der Freiburger Alfons Gogler im Lied «Es dreichelt heim zu». Mit Wehmut und
Weihnachtsglocken vom Seeländer Ernst Sommer. Mit der dürfen Hoffnung auf friedlichere Zeiten, wo die Liebe, die Achtung und der Respekt die Oberhand gewinnen. Wie es im Lied «Kleine Lichtli» heisst, in Zeiten, wo man Sorgen hat, ihm Angst und Kummer plagen, hat er den grössten Stellenwert, wo dir der Tür hilft tragen. Darum wünsche ich dir auch so einen Mensch, ein Fächer Sonnenstrahlen, ein Licht, das aus dem Himmel kommt, wo Licht ins Herz tut malen. Die Welt ist müde von vielen Schmerzen.
merci euch vielmals, für dass ihr so zahlreich erschienen seid. Trotz 3G und trotz Maskenpflicht, das ist doch sehr schön. Es hat uns sehr gefreut, dass ihr heute Nachmittag in die Kirche kommt. Ebenfalls merci vielmals im Jodelclub Freeflug in Bickerton, dass wir hier das mittlerweile schon traditionelle Adventskonzert in dieser Form können durchführen. Merci für die Kirchgemeinde, dass wir die Kirche wie immer dürfen brauchen und auch ganz speziell Elisabeth Tellbach. Sie hat das alles gemanagt, dass wir können üben können, dass wir heute in der geheizten Kirche hocken können. Sie hat uns auch geholfen bei der Eintrittskontrolle. Merci vielmals, Elisabeth. Jetzt wünsche ich dir noch viel Vergnügen mit dem letzten Lied von den Jodler. Nein, wir müssen nicht gleich einspringen. Ich glaube, der Sterne sollte offen haben, wenn ihr jemanden noch einkehren wollt. Dann wünsche ich noch eine ganz schöne Adventszeit, eine ganz schöne Weihnachtszeit und eventuell einen weiteren Anlass im neuen Jahr. Merci vielmals. Natürlich tun wir gerne noch eine Zugabe singen. Ich bin gern frisch um fasziniert, wie der Adolf Stähli mit treffen Wort und rhythmisch passenden Melodien wunderschöne Lieder geschaffen hat. So hat er auch ein Bild gemalt vom zarten Blümchen Soldanelle. Wo auch schon kaum ist der Schnee weg oder noch nicht einmal alle, dass sein Röckchen singt.